Hallo und willkommen zurück zu Jagged Alliance Online und wir werden uns in die nächste Mission stürzen, um das hier fertig zu machen. Runter von meinem Land! 5x Crit, 14 Kopfschüsse, 20 oder weniger mal getroffen. Ist zumindest kein Zeitdruck mit drin. Von daher müssten wir das eigentlich auch ordentlich schaffen, denke ich. Zumal wir hier jetzt eigentlich schon über das Level drüber sind. Mission beginnen. Es gibt eine kleine Straße dahinter. Das ist der schnellste Weg zum Herrenhaus. Schaue ich mir noch gerade auf. Runter von meinem Land. I think my stuff come from the garbage can. Tarnung ist ein Schlüsselwert für Überleben und Taktik. Mit einem hohen Tarnungswert verhinderst du, dass dein Söldner von Gegnern entdeckt wird. Je näher ein Söldner einem Gegner kommt, desto leichter wird er entdeckt. Wenn er sich dahinter einer halben Deckung bewegt, hat der Charakter einen Vorteil. Geschicklichkeit verbessert den Tarnungswert des Söldners. Das richtige Tarnoutfit ist wichtig, um dich entdeckt zu werden. Ein kniender Charakter ist schwerer zu entdecken als ein laufender. Wahrnehmung. Das Gegenteil von Tarnung ist Wahrnehmung. Um einen getarnten Charakter zu entdecken, ist hohe Wahrnehmung wichtig. Wahrnehmung verbessert die allgemeine Fähigkeit des Söldners, Gegner zu entdecken. Einige Rüstungen geben hohen Boni auf Wahrnehmung. Die Tageszeit der Mission ist ebenfalls sehr wichtig. Je dunkler es ist, desto schwerer wird es, Gegner zu entdecken. Oh Gott. Ich glaube, da wird es vor allen Dingen wichtig, aber hier haben wir zumindest Deckung. Aber ich sehe schon, dass hier auch welche stehen werden. Fällt mir ja jetzt nicht so super gut. Made the trek, but I ain't gonna just piss me time away standing here. Die da oben machen mir am meisten Sorgen. Yeah. Ja, genau. Got it. Ich meine, hier haben wir keinen Zeitdruck in dem Level, von daher können wir hier auch. That's wrapped up. Uns erstmal schön in Position begeben. Standing by. Gotcha. Das wird wahrscheinlich schon zu nah sein. Blackout. Na gut. There be them. Ist noch einer? Da unten. Die werden natürlich jetzt auch kommen, sobald ich da anfange zu ballern. So, schießen wir den erstmal kaputt. Standing by. Also so eigentlich nicht geplant. Ich wollte ihn eigentlich töten. So. Gut.
Ah, Mist, das ist zu weit weg. Für den natürlich auch. Können es versuchen. Ne, leider nein. Okay, der ist jetzt so weit gelaufen. Aber mit dem, was war hier nochmal? Kritische Treffer, Kopfschüsse. Okay. Ja, dann üben wir uns hier in Kopfschüssen. Das ist ein Champion. Der wird wahrscheinlich ohnehin jetzt eine Menge Rüstung haben. Na. Schön, und wieder einen Stufenaufstieg. Da sind wir fast am Max. Jing. Ne, das mache ich nicht. Kann aber schon mal in die Richtung gucken. Was, wo? Da oben. Na, okay. Egal. Die ahnen etwas. Nächster Aufstieg. Ka-ching. Ja, wir könnten dieses Ding kaputt schießen. Ich könnte es aber auch sein lassen und einfach den gleich auch wieder mit Kopfschüssen umballern. Dadurch, dass wir keine Zeitlimitierung haben, sehe ich keinen Grund, es nicht zu tun. I got there, eh? Hätten wir natürlich andersrum machen müssen, aber egal. Er wird vermutlich zu weit weg sein für den.
Hulu. Yes. Mhm. Da werden wir auch wieder. Yes. Erstmal versuchen, Kopfschüsse zu landen. Schön und nachziehen. Geht zur Farm. Da unten könnte natürlich auch noch jemand sein. That's wrapped up. Ja, da zum Beispiel. Gut, sterben tut er ja. Ne, der Wolf kann nur einmal schießen. Yeah, alright. Noch zwei. Da ist nichts mehr. Bisher noch nicht getroffen worden. I guess. Kommt da jemand? Nö. Lassen wir das mal da stehen. Da oben wäre noch ein Gegenstand gewesen. Anlegen. Aha. Na gut, wenn der eben nicht gekommen ist, dann wird er jetzt auch nicht kommen. Ich kann die nämlich noch nicht sehen. Yeah, right. Na, okay. Yes. Gut, zwei Kopfschüsse noch. Let's go him. Das haben wir damit auch erfüllt.
Feind unterbrechen. Mhm. Nächste bitte. Kommt keiner. Gut. Weiter geht's. Eine Bomberjacke. Braucht aber 21. Könnten wir uns das da hinten auch noch holen? Okay. Da könnten natürlich noch welche sein. Aber wenn ich hier schon keine sehe, dann müsste ich da eigentlich so ziemlich die ideale Position haben, um die wegzuballern. Okay. Yeah, right. Yes. Got it. Grapsch. Da ist aber nix. Na gut, da habe ich auch schon einen erschossen. Yes. Na gut, dann schließen wir das ab. Das war dann doch recht einfach. Okay. Und schnell. Right, that's done. What do you got next? Also, solange die einen nicht unter Zeitdruck setzen, hier haben wir jetzt 22 Runden für gebraucht, ist das auch kein großes Ding. Wobei das natürlich auch nur für den Bonus da ist. Ist ja nicht so, dass man das sonst nicht schaffen würde. Offenbar wurde sie gar nicht entführt, sondern hat sich der Sekte angeschlossen. Sie kennt unsere gesamten Geschäfte. Das ist ungünstig. Geht zur Farm. Gegner bewaffen sich neu. Schluss mit lustig. Ab jetzt werden die Missionen härter. Hast du die richtige Ausrüstung? Los geht's. Bis. Das ist jetzt Planänderung. Dann machen wir das auch direkt noch. Aber erstmal. Ja, ja, ihr wollt mal wieder neue Rüstung andrehen. Ich sehe schon. Erstmal gehen wir hier wieder die Sachen durch. Ein Gewehr Stufe 21 braucht Söldner Stufe 21. Haben wir noch nicht. Bomberjacke Söldner Stufe 21. Dann. Ammo, ja. Beretta, die kann man verkaufen, oder? Ja. Ansonsten, Munition haben noch alle. Söldneragentur.
Ich glaube, da sind keine neuen dazugekommen. Aber ich meine, kann man auch später dann, wenn man denn mehr als 4 braucht, anheuern. Normalerweise muss man die ja ein bisschen durchrotieren, was wir hier nicht brauchen. So, Planänderung. Wie viel lange haben wir noch? Ja, machen wir. Es wäre eine Katastrophe für unsere Geschäfte, wenn sie unsere Bücher an die Sekte übergibt. Wir müssen sie alle ausschalten, um sicher zu gehen. Da ist hier eine Zeitbeschränkung drin. 5-mal Crit, 40-mal oder weniger und 20 oder weniger Runden. Boah. Blum. Okay, das ist groß. Aber da kann man nicht rein in dieses Gebäude. Schleichen wir uns erstmal mit dem hier nach vorne. Zugs! Ja. Zugs! Ja. Ich hoffe mal, dass sie den noch nicht bemerkt haben. Der ist ein bisschen lauter und ein bisschen einfacher zu sehen wahrscheinlich. Der kann auch von weiter hinten die wegsnipern. I got there, eh? Okay. Sehr schön. Dann legen wir auch jetzt hier los. Das ist ein Champion. Okay, ich probiere den mit dem Kopfschuss auszuschalten. Someone took a little too much off the top. Ja, das war ein perfekter Start. Ich habe leider keine Unterbrechung bekommen. Theoretisch könnte er nochmal schießen. Das ist ein Gewehrschütze, Sprayer. Just controlling the pet population. Problem eliminated. Aha. Willst du da noch mehr von? Yes. Okay. Da ist leider keine Deckung bei. Das ist halt ein riesiges Areal hier.
Wobei, der kann den Kram hier gerade aufnehmen. That's wrapped up. Made it in one piece. What's the story now? Standing by. Noch eine Bomberjacke. Ich werde jetzt mal gucken, ob da hinten noch jemand steht. Wenn okay. Nicht. Dann kann der sich den anderen mit anschließen. What? Okay. Why? Huh. That's wrapped up. Erstaunlich wenig los. Mehr da vorne eigentlich nicht so. Möchte ich den eigentlich nicht haben. Made it in one piece. What's the story now? Yeah, right. I'm done. Looking for something to do. Das ist ein Sektenanführer, der wird wahrscheinlich wieder stark sein. Das Problem ist, dass der. Dass die Position da nicht so schön ist. Der müsste eigentlich den Sektenanführer umschießen. Aber dafür wäre der zu anfällig dann. Es ist nicht so gelaufen, wie ich mir es gewünscht habe. Unterbrechung. Ja, super. Kann nichts machen, weil kostet zu viel. Aua. Immerhin kann der jetzt da... sehr böse Kopfschüsse verteilen. Ist gut genug.
noch lebt er. Und Aufstieg. Ka-ching. Noch einer. Ja, der bleibt da mal in seiner Position. Unterbrechung, sehr schön. Noch einer. Das ist auch der, den wir jetzt ausknipsen werden mit dem. Ne. Wieder ein Aufstieg. Den können wir treffen, den anderen leider nicht. Dann greifen wir den halt an. Der kann wiederum nur den treffen. Oder... Ups, dafür kann er... Na, kann ein paar Mal schießen. Oder wir pusten den weg. Machen wir so. Ja. Bum, bum. There be them. Noch einer da hinten. Why? Den rasten wir auch wieder hier mit, wenn geht. Ja, ist gut genug. Jo. Fein, fein. Okay. Jetzt müssen wir noch die verlorenen Söhne finden. Standing by. Aber wir haben auch noch 10 Runden Zeit, also... Das sollte wohl eigentlich passen. Einmal dahin und nach rechts gucken. Nö. Da ist jetzt auch nicht mehr so viel Fläche. Wird wahrscheinlich dann da hinten sein. Ganz in der Ecke. Okay.
Ja, nächste Runde sollte der dann wohl tot sein. Nee. Ich könnte zwei eher ungezielte Schüsse. Na doch. Ja, das war einfach. Alles gestiegen. Sehr schön. Dann kriegen wir jetzt auch nochmal eine schöne Belohnung. Wie traurig, dass Mary einen tragischen Unfall hatte, als ihr versucht habt, sie zu retten. Genau wie ihr Vater, als er sich damals mit der Rotelli-Familie eingelassen hat. Das habt ihr sehr gut gemacht. Eure Entschädigung ist unterwegs, auf euer Konto. Jetzt muss ich mich um meine Nichte trauern. So ein nettes Mädchen und so geschickt mit den Büchern. Ja, Müll quasi. Belohnung abholen. Mhm. Und wieder neue Sachen im Shop freigeschaltet. Stufenaufstieg. Da machen wir weiter auf Kritz und so. Machen wir hier auch mal. Ka-ching. Und dann mal wieder schauen, was wir hier an Sachen mitgenommen haben. Bomberjacke ist 21 gewesen. 9mm. Und G3A3. Sturmgewehr benutzt aber niemand. Schade. Ja, da ist nicht so viel. Ja, 22. Das dauert noch ein bisschen. Na gut, dann schauen wir beim nächsten Mal weiter. Bis dann!